Bilder, Fotos, Skulpturen, Comics und vieles mehr. Das hat man an der Art Lounge vom 25. bis zum 27. Mai bestaunen. Wir haben mit dem Organisator und dem Künstler geredet und zeigen euch hier ein paar Eindrücke. Art Lounge rules. Yeah. Kunst bringt Gunst. Ein gutes Motto für die Art Lounge. Denn hier darf jeder seine Werke ausstellen. Egal, ob er sich in der Kunstszene schon einen Namen gemacht hat oder ob er zum ersten Mal dort ausstellen. Bereits zum vierten Mal hat ein Event stattgefunden. Diesmal im Ostquai in Kleinhünigen. Die Idee ist entstanden, der Carmine, er, der dort einen Graffiti sprayt, und ich. Wir sind im Worldshop gehockt und der David Maniscalco ist gekommen und hat gefunden, ja, wir haben hier das Union und können dort etwas machen, wollt ihr nicht etwas machen? Und dann haben wir schnell 10 Minuten überlegt und die Köpfe zusammengesteckt und haben gefunden, ja, wir machen eine Ausstellung und so. Und nachher hat es die erste Art Lounge im Union. Von Anfang an ist für sie festgestanden, dass sie nicht auf dem konventionellen Weg eine Ausstellung machen wollen, sondern auch Live-Musik, Performance und Videos mit einbeziehen. Neben Videofilmen von lokalen Regisseuren haben wir oben so spezielle Projektionsinstallationen mit Doppelprojektionen. Wir haben irgendeine spezielle Projektinstallation mit Duft und Licht und Audiosachen. Finanzieren dienen sie sich hauptsächlich durch den Eintritt und den Verkauf von Getränken. Wir haben dazu aber auch von CMS einen Sponsor, also einen Stiftungsbeitrag bekommen von 1'000 Franken, damit die Künstler nicht zu viel zahlen müssen, weil die Künstler zahlen auch selber ihre Platzgebühr. Und das Mal war es 20 Franken. Jetzt sind recht neue Künstler wieder dabei, die noch nie an der Art Lounge waren. Und ein paar hat so, die schon mal vorher an der Art Lounge haben etwas ausgestellt. Also ich bin Annette und ich habe das hier gemacht. Und das sind so Giegen mit einem Knöpfchen dran. Und auf das Knöpfchen kann man dann drücken und dann hört man etwas. Was hört man denn? Man hört mich, wenn ich die Stege drauf laufe. Oder mich, wenn ich aus der Tür rauskomme. Ja, und etwas sagt. Es hat mal so einen berühmten Typ gegeben, der gesagt hat, «Lacht pour lacht». Und für mich ist es eigentlich nicht mehr. Also, einfach, es ist einfach so. Ich bin der Marco Schweizer, der Künstlerinhaber vom Kunstunternehmen 2MK. An Art Lounge sehen wir jetzt so Kunstoptionen. Das ist unsere lebenslange Serie, die wir am Arbeiten dran sind. Und die sind auf diesen Stelen präsentiert, die man in den Garten stellen kann. Und wer hat jetzt die gemalt? Das ist eine Gruppe von 12 Leuten, die in dem Format von der Kunstoptionen produzieren. Das ist eine Skulptur von mir, die ist etwa 2 Jahre alt. Und das soll ein Mensch darstellen, der absolut in sich selber verstrickt ist. Weil der Draht geht immer in einem raus und geht in rein, aber er ist nie fertig. Und somit irgendwie unendlich. Hat das irgendeinen philosophischen Hintergrund? Ja, nein, es ist vielleicht eher eine perfide Selbstreflexion. Ich male mit Spray aus und mache eine Performance. So. Und dann auch Stellung, meine Bilder. Was soll das Bild sagen? Willst du etwas sagen mit diesem Bild? Pur romantisch zum Beispiel. Eben gerade mich auch improvisieren, die zwei Menschen küssen. Gefällt mir das. So, ganz einfach. Wir machen Use Future, ist ein Design, nennt man das. Wir stellen verschiedene junge Künstler vor aus Basel. Viele Leute haben keine Plattform, um ihr Zeug zu zeigen, und so bleibt viel cooles Zeug, bleibt einfach daheim irgendwie in die eigenen vier Wände legen. Und ja, wir wollen eigentlich die jungen Leute eine Plattform bieten, damit sie sich präsentieren können. Wir haben jetzt in der ersten Ausgabe 8 Künstler vorgestellt. Jedes Bild spricht für sich selber. Also es ist nicht so, dass das Heft unter einem Thema steht, sondern jeder soll eigentlich seine Gedanken selber irgendwie mit seinen Bildern ausdrucken. Oder seine Gedichte. Also wir sind auch offen für alles. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie nur Fotografie oder nur Grafik haben, sondern eigentlich auch für alles im gestalterischen Bereich oder auch eben Lyrik oder so ist eigentlich alles willkommen. Wo kann man das Heftchen kaufen? Also das Heftchen legen wir auflegen im Unusual, im Plattophon, im Vogue-Meister, im Ente-Areal. Und es wird 6 Franken kosten und wir schauen halt, vielleicht, dass wir später mal billiger machen können. Den Künstler geht es in erster Linie nicht darum, mit ihren Bildern Geld zu machen, sondern für viele steht der Spass im Vordergrund.
Was erhoffst du dir denn davon, wenn du an der Art Lounge zwischen deine Bilder ausstellst? Ja, dass ich abhängen kann mit guten Kollegen, neue Leute kennenlernen, interessante Leute, gute Party haben. Die Art Lounge hat so ein ganz eigenes, spezielles Subkultur-Feeling und darum nehmen wir auch weiterhin an Art Lounge teil. Ich bin nicht hier für Geld zum Beispiel. Das nein. Wenn ich komme, okay, aber sehr, sehr Spaß. Fertig für heute. Geht raus und genießt die Sonne, wenn sie da ist. Wenn ihr doch einmal drin seid, dann geht ins Internet und checkt unser Guestbook ab. Ciao zusammen. What's up?